von einer Welt aus, die keinen grenzüberschreitenden Handel mit Knöpfen zulässt. Also es geht jetzt um Knöpfe. Und diese Welt besteht aus zwei Ländern, nämlich China und den USA. Und bei der Knopfherstellung fallen externe Skalenerträge an, das ist sogar relativ realistisch, die in beiden Ländern zu einer abfallenden Angebotskurve führen. AC für China, ACUS für die USA. Und in diesem Fall würde sich das Gleichgewicht der internationalen Knopfbranche so darstellen, wie es in dieser Abbildung gezeigt ist. Preis und Produktion befinden sich in beiden Ländern jeweils im Gleichgewicht, an dem sich Angebot und Nachfrage schneiden. Hier in China, hier in den USA. In unserem Beispiel, per Annahme, wären die Knopfpreise in China niedriger als in den USA, solange kein Außenhandel stattfindet. Und in dieser Ausgangslage eröffnet sich die Möglichkeit des Handels. Und was wird jetzt resultieren aufgrund des Handels? Naja, es liegt auf der Hand, dass die Knopfindustrie Chinas expandieren wird und diejenige der USA schrumpfen wird. Und dieser Prozess wird eine Eigendynamik entwickeln. Mit zunehmender Produktionsmenge Chinas sinken dort die Kosten, während die Kosten der US-Knopfindustrie mit schrumpfender Produktionsmenge steigen. Und dieser Prozess mündet in die Konzentration der gesamten Knopfherstellung in China. Und die Folgen so einer Konzentration veranschaulicht die nächste Abbildung. So, vor der Öffnung für den Außenhandel belieferte China ausschließlich seinen eigenen Binnenmarkt mit Knöpfen und danach beliefert es den Weltmarkt und stellt Knöpfe für die Verbraucher sowohl in China als auch in den USA her. Und das Wichtige ist, was passiert hier mit den Preisen? Da China eine abfallende Angebotskurve aufweist, ist der Knopfpreis infolge der handelsbedingten Produktionssteigerung niedriger als zuvor. Wir sind auf der Angebotskurve nach rechts gewandert, also muss der Preis runtergegangen sein. Das hier war der ursprüngliche Preis, jetzt haben wir so einen Preis durch eine Produktionsausweitung. Und das, obwohl die chinesischen Knopfpreise bereits vor der Öffnung gegenüber dem Außenhandel niedriger waren als diejenigen der USA. Der Außenhandel führte also dazu, dass die Knopfpreise in beiden Ländern niedriger sind als zuvor.